Ja, und herzlich willkommen hier bei Aaron Talk Assassin's Creed 2. So, wir sind zurück in New York. Ist jetzt ein Monat vergangen, ja, wie wir geraucht haben, von da hinten bis hier. Ja. Ja, natürlich. Sie schlagen uns, weil wir betteln. Bitte lenkt sie einen Moment ab und wir nehmen, was wir brauchen. Ja, klar. Wir werden beobachtet. Dann machen wir Folgendes. Wir schmeißen mal Geld hin. Donnerwetter, eine halbe... Ihr habt es so gewollt. Du gehst nirgendwo hin. Nein, halt. Oh. Hungernde Kinder geholfen. Okay. Ach, das ist ein Assassinenteil. Okay. Ja, ich habe die Stadt ja noch nicht erkunden können. Weil wir heute zum ersten Mal wieder hier drin sind. Oder das erste Mal in New York. Das ist natürlich ein wenig bescheiden. Oh, wie ihr seht, wird mir hier alles angezeigt. Da hätten wir aber so einiges zu tun wieder. Hey, ja. Gut. Ja, dann... Ah ne, wir können ja nicht galoppieren. Okay. Dann reiten wir... Oh. Okay, hier haben wir ein Elendsviertel, was kaputt gegangen ist durch einen Brand. So wie es aussieht. Na gut. Zerstört. So einiges ist hier kaputt. Sind wir gerade in der schlechtesten Ecke reingekommen oder was? So wie es aussieht. Na gut, dann reiten wir wieder. Erstmal zur Mission. Gucken, was die Mission macht. Und dann, ja, nach der Mission, glaube ich, werde ich dann mal die Stadt erkunden dürfen. Das Zeug einsammeln. Befreien die Sachen und so weiter. Ja. Das heißt sozusagen das Spiel ein wenig ja, synchronisieren. Oder das Zeug zusammenkratzen, was man ja alles zusammenkratzen kann und sowas. Ja. Bisschen Geld machen. Obwohl man ja so nicht mal Diebstähl machen kann, also so klauen. Das ist ja jetzt irgendwie ja, kein Taschendiebstahl, sondern keine Ahnung, wie ich sonst Geld verdienen soll. So richtig. Aber naja, egal. Ja. Ist das ein Grund, dass du den blinden Esel gibst? Gibt's wohl den Trottel. Sei still. Gib dir gleich Trottel. Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Von meinem sinnlosen Treiben? Warte mal. Ach ja. Da ist er, Vater. So. Wohin? Verarschst du mich gerade? Der verarscht mich. Hat angetäuscht und dann zack, woanders lang. Diese alte Sau. Okay. So. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit
verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein. Sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Ja, so ein Zwietracht zwischen Templer ansehen und Assassinen ansehen, ja. Beide wollen eigentlich das Gleiche, nur jeder auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Ist jetzt der Apfel wirklich nur für die Kontrolle da, oder? Ja. Deswegen. Das ist so die Frage. Ist okay, ist okay. Du wolltest doch mal den richtig hochlaufen. Versteh schon. Perfektionist eben halt. Dass da zwischendurch jetzt kein Gespräch stattfindet, so ein bisschen, ja, Vertiefung. Wie geht's deiner Mutter? Was ist hier passiert? Ja. Hast du noch mehr Geschwister? All sowas? Nee. Kein Gequatsche, kein gar nichts, nichts. Ich nehme den Weg. Oh. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du... Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du dann vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Diese Männer wurden des Ach ja. Wurden des Hochverrats für schuldig befunden. So. Auf diese Verbrechen. Ach ja. Nein, ich werde jetzt hier... Ach. Okay. Scheiße, nicht hier heim. Lauf, lauf. Wie komme ich zu deinem Befehlshaber? Gar nicht. Er trifft nur seine engsten Vertrauten. Auch okay. Wenn du ihn findest, kommst du nicht an ihn ran. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, das war jetzt nicht so geplant gerade eben. Einiges wollte ich jetzt nur hier hin. So, einfach Tumult anzetteln. Na, mein Freund. So. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. So, dein Zeug geplündert. Halt, da lang können wir. Okay. Und wieder zurück. Ah, den Tumult angezettelt, das ist schon mal sehr gut. Da konnte ich den in Ruhe plündern. Ich weiß nicht, ob ich das hätte machen müssen. Aber ich habe es einfach getan. Und gut ist. Rums hat's gemacht. Da flog die Tür.
Okay. Naja, wir sind ja auch gleich da bei der Mission. Oh, aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg. Oh, jeden rumpst sich hier an. Verarschen die mich jetzt gerade? Im Untergrund? Wie soll ich jetzt auch... Meter. Bei einem Diebstahl der Söldneruniform nicht entdeckt werden. Ich bin ein wenig gerade überfragt. Ich brauche irgendwie jetzt einen Weg nach unten. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich will da gar nichts euch machen. Gut, lass sehen, was du kannst. Ach nein. Los, Jungs, wie ist das? Bleibt an ihm dran. Oh, was soll denn das, Jungs? Ja, auf die Liga. Verrückte. Ich hab Plan der Folter heute. Alberner. So. Ich hab Plan der Folter heute. Ein tapferer Versuch. Ah, was zwecklos. Es sind nur wenige, die mir entkommen. Oh, Mist! Da, hinterher! Schnell! Waffen bereit machen! Ich hab grad keine Ahnung, wo lang ich hier muss, damit ich wegkomme von den Pissern. Oh, da ist schon wieder der Nächste, der mich entdeckt hat. Connor, runter! Los! Heuhaufen, Heuhaufen, Heuhaufen! Nichts Rotes! Oh, ist das anstrengend. Aber wie soll ich jetzt da runterkommen? 160 Meter wieder entfernt, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja. Ich muss irgendwie einen Tunnel nach unten finden. Wisst ihr, wie schwer das jetzt ist? Warte mal, mal gucken, haben wir hier irgendwo... Wir machen nicht verfügbar. Haha, sehr schön. Okay. Irgendwo. Ne, wir haben keine Möglichkeit. Und warum nicht? Ja gut. Wo sind wir? Da bin ich. Da. Okay, das heißt, wir fangen mal einfach da an und müssen den Punkt sozusagen aufsuchen. Vielleicht können wir dann dadurch. Hm. Es ist gerade ein wenig merkwürdig, schwierig. Ich glaube, ich hätte die Stadt, bevor ich die Mission angenommen habe, erstmal erkunden müssen. Naja, was soll's. Entschuldigung. Naja, okay, okay. Ja, na gut, was soll's. Dann erklettern wir eben halt zusammen jetzt erstmal ein Türmchen. In der Hoffnung, also, na gut, erst versuche ich unten reinzukommen, bevor ich den Turm versuche hochzuklettern, ja. Weil wenn es soweit, wenn es wahrscheinlich so ist, muss ich wahrscheinlich erst die anderen Sachen erst alle jetzt aufdecken, wenigstens die Karte freischalten, um eben halt dann doch da in den Untergrund zu können. Oder ich kann gleich rein. Das wäre natürlich am besten.
in den, ach, aus dem Weg, in diesen Art Untergrundkeller Gedöns sozusagen. Aber das müssen wir mal schauen. Och, nicht da hochklettern. So, kann ich da gleich rein? So, geht das? Hallo? Hä? Warnung, Mission läuft aktuell verlassen. Ja, scheiße. Wie soll denn das dann funktionieren? Das ist unten im Keller. Hm. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht in den Untergrund. Ist natürlich jetzt gerade ein wenig belastend. Ah, dann halt da lang. So. Das ist natürlich jetzt gerade belastend, finde ich. Ich kann da nicht so einfach rein, wie ich gerne möchte. So, dann durch... Ja, wir durchqueren hier jede Gasse, die es nur geht. Ich hoffe, ich laufe irgendwie richtig, deswegen. So, nein, ja, doch, da lag. So. Ein wenig. Och, ernsthaft? Warum? Hä? Ich hab doch nichts getan. Hm. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Leute. Guck mal, wir müssen runter. Aber wir können hier in die Tür nicht rein. Ich sehe auch kein offenes Fenster, wo wir rein können, so ungefähr. Nee. Ich rate dir, herunterzukommen. Ach, halt's mal so. Ja. Selbst hier ist nichts zum Interagieren. 5 Meter unter mir. Also das ist gerade ein wenig belastend. Ich glaube, ich muss die Mission neu starten, so wie es aussieht. Ja, hm. Na gut, dann folgendes. Ich werde jetzt hier nochmal, offline ein wenig hin und her suchen, ob ich irgendwie da runterkomme. Wenn ja, werde ich weiter aufnehmen, ja. Ansonsten werde ich wahrscheinlich die Mission neu starten, bis ich halt zu dem Punkt hinkomme, dass ich die Rüstung habe, also die Uniform dann, ja, damit es dann weitergeht. Also. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Ja. Alles Gute und erstmal, ja, ciao, ciao und mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde! Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Ja, da sind wir. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Es war nicht so gewollt. Ja, ich musste die Mission nur neu starten. Ich habe ihn ja geplündert vorhin. Und... ja, das war, da hat's rumgebackt. Aber ist super. Oh ja, schön langsam laufen kann er. K
kann ja auch eine Falle sein von meinem Vater, sozusagen. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Oh. Benjamin Church. Ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Oh oh. Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Mist. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Oh, Mist. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnappt sie! Ja, so einfach gedacht. Lass sie nicht entkommen! Pack sie! Den Indianer auf! Schnappt sie euch! Oh, Mist! Den da, unseren Halbblut! Das dauert nicht lange. Umstellt sie! Na, ging doch super. Wo ist Church? Ich sag's euch, alles was ihr wollt. Aber versprecht mir, mich nicht zu töten. Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Achso, ja, er hat das auch gehalten, das stimmt. Ja, Connor hat's gehalten, nur er nicht, Hasten. Wir müssen schleunigst hier raus. Was du nicht sagst. Das ist nicht der Moment zum Herumtrödeln. Ach, echt? Bin auch schon längst dabei. Wow! So nah? Finde einen Weg um die Flammen herum. Kein Schaden. Zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Halt. Hat Church euch gut bezahlt? Wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Genau, jetzt seid ihr alle tot. Ist es magisches Gold vielleicht? Wie das aus dem Fließ geschwonnen wurde? Meint ihr, es schützt euch vor den Flammen? Ich dachte, ihr wärt so sieg. Oh, weg sind sie.
Naja, hätte ihn auch beinahe das Leben gekostet. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Connor? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Jetzt wissen wir es. Ja. Muss man nicht zu sagen, oder? Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Oh, hä? Ja. Der Sohn kann was. So, jetzt kann ich sagen, herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. Ja. Ach ja. Wie gesagt, die Folge werde ich jetzt nicht ransetzen, sondern halt ist eine eigene Folge für sich. Ja. Letzte Folge, ich hab, wie gesagt, bevor ich die Mission letztes Mal neu gestartet habe, ja, damit das funktioniert, habe ich endlos lange gebraucht, ja. Okay, da rumzusuchen. So, ja, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden uns jetzt verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und ich werde die Stadt erstmal machen, okay? Also, ciao, ciao euch.